Wie funktioniert die Umwandlung von einem Bruch in eine Dezimalzahl? Das zeige ich dir hier anhand von Beispielen. So, also Umwandlung von einem Bruch in eine Dezimalzahl. Wir haben hier Brüche 1, 2, 3, 4 und möchten diese in eine Kommazahl umwandeln. Wie funktioniert das Ganze? Nun fangen wir ganz einfach an. 4 halbe, also 4 durch 2. Das hier, also diesen Bruch, kann man auch als Geteiltaufgabe einfach schreiben. 4 durch 2 und 4 durch 2, naja, das ist 2. Wer mag, kann das Ganze, also das Ergebnis, auch noch als Kommazahl schreiben. 2 ist dasselbe wie 2,0. So, also man kann einen Bruch in eine Geteilaufgabe, eine Divisionsaufgabe umwandeln und ausrechnen. In dem Fall hier war das noch ganz einfach. Nächste Möglichkeit ist dann zum Beispiel 6 Zehntel. 6 im Zähler, Bruchstrich 10 im Nenner. Also 6 Zehntel ist dasselbe wie 6 durch 10. So, kann man entweder mit der schriftlichen Division ausrechnen, machen wir hier drüben gleich auch nochmal, oder wer das weiß, 6 durch 10 ist 0,6. 0,6. Wie gesagt, wie man das schriftlich rechnet, machen wir gleich hier drüben nochmal. Also 6 Zehntel ist gleich 6 durch 10 gleich 0,6. So, dann 15 Viertel. Hier machen wir jetzt wirklich mal die schriftliche Division, also 15 durch 4. 15 durch 4. So, wie oft geht die 4 in die 15 rein? Nun, 3 mal geht das Ganze rein. Warum? Nun, 3 mal 4, das ergibt 12. Das geht noch in die 15 rein. 4 würde zu groß sein. 4 mal 4 ergäbe 16. Naja, 16 ist größer als 15. Also, 3 mal geht das Ganze rein. Und jetzt zurückrechnen. 3 mal 4 ist 12. 12. Also, wir hatten, wie oft geht die 4 in die 15 rein? 3 mal. Und dann zurückmultiplizieren. 3 mal 4 ist 12. Das Ganze subtrahieren wir jetzt. 15 minus 12 ergibt 3. 15 minus 12 ergibt 3. Wir haben nach der 5 hier keine weitere Stelle mehr. Allerdings haben wir hier noch eine Zahl stehen, also keine 0. Daher setzen wir im Ergebnis ein Komma, und ziehen uns noch trotzdem eine und denken uns noch eine zusätzliche 0 sozusagen dazu. So, jetzt, wie oft geht die 4 in die 30 rein? Und das geht 7 mal. 7. 7 mal 4 ist 28. So, subtrahieren wir wieder. 30 minus 28 bleibt 2 übrig. Und wir ziehen uns wieder eine 0. Wie oft geht die 4 in die 20 rein? Nun genau 5 mal. 5 mal 4 ist 20. Und ja, da bleibt jetzt nichts mehr übrig. Also 15 Viertel ist 15 durch 4 ist gleich 3,75. So, ich wische das mal gerade jetzt hier weg. Und dann machen wir noch gerade das letzte Beispiel. 62 Fünfzehntel. Also 62 durch 15. Wie oft geht die 15 in die 62 rein? Nun, 15, 30, 45, 60. Also 4 mal. Zurückmultiplizieren. 4 mal 15 ist 60. Wir subtrahieren das Ganze. 62 minus 60 ist 2. Wir haben keine weitere Stelle hier mehr, daher Komma im Ergebnis. Und wir ziehen uns noch eine 0 dazu. Wie oft geht die 15 in die 20 rein? Nun, einmal. Einmal 15 ist 15. Wir subtrahieren. Bleibt eine 5 übrig. Und wir holen uns wieder eine 0 dazu. Wie oft geht die 15 in die 50 rein? Nun, das geht dreimal. Dann 3 mal 15 ist 45. Wir subtrahieren. 50 minus 45, bleibt eine 5 übrig. Jetzt holen wir uns wieder eine 0 dazu.
Und ja, wie oft geht jetzt die 15 in die 50 rein? Auch wieder dreimal. Zurückrechnen, 3 mal 15 ist 45 und wie du jetzt hier sehen kannst, wiederholt sich das Ganze. Also hier ist wieder eine 5 übrig. Das heißt, die 3 wiederholt sich immer wieder. Daher können wir das andeuten mit einem Strich über der 3. Und das bedeutet, diese Zahl ist periodisch, das heißt, hier kommen unendlich viele Dreier hinten dran. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auf meinem Kanal bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Falls du noch mehr zu Bruch in Dezimalzahl bzw. den Themen rundherum lernen möchtest, dann schau hier gerne mal in die Endcard rein, dort werde ich dir weitere passende Videos verlinken. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.